man bekommt ein unheimlich beklemmendes Gefühl durch die Atemschutzmaske. Man weiß, die ganze Luft, die man dabei hat, kommt aus dem Atemschutzgerät. Man ist eingezwängt vom Atemschutzgerät selber. Man hat einen Wärmestau innerhalb von kürzester Zeit. Und es bringt dann innerhalb von kürzester Zeit absolut an die Leistungsgrenze. Mein Name ist Matthias Kapczyk, bin 43 Jahre alt, seit 18 Jahren im Feuerwehrdienst, hauptberuflich als Feuerwehrbeamter bei der Feuerwehr Bayreuth und betreibe den Feuerwehrsport. Es geht um simulierte Brandeinsätze, Treppenlauf, Hochhauslauf mit angeschlossenem Atemschutzgerät, Streckenlauf. Ich bin der Meinung, je fitter man körperlich ist, umso mehr kann man sich im Einsatz auf die Gefahren an der Einsatzstelle konzentrieren. Der Bürger muss sich darauf verlassen können, dass wir jederzeit fit sind, um ihn aus irgendwelchen gefährlichen Situationen zu retten. Ich wollte keine toten Maschinen mehr warten, ich wollte einfach was Gutes tun. Durch einen Einsatz, den ich miterlebt habe mit einem brandverletzten Kind, was leider unglücklich ausgegangen ist, war das einfach jetzt ein Wunsch einmal da, das Ganze in die Richtung jetzt mit Paulinchen zu unterstützen. Paulinchen unterstützt und begleitet Familien mit verbrühungs- und brandgeschädigten Kindern. Und das werden wir jetzt auch 2014 definitiv in Frankfurt am 26. Oktober machen. Die ersten 2-3 Kilometer bist du für die Läufer noch was Besonderes. Die schauen dich an, hauen da auf die Schulter drauf. Dann merkst du aber, je länger du läufst, die Läufer um dich rundum werden auch langsam leiser. Und dann konzentrierst du dich auf deine Atmung und dann funktionierst du eigentlich nur noch. Und jeder Marathonläufer oder jeder Läufer würde dir sagen, dass ab Kilometer 35 das Ganze hart wird. Bei uns wird es vielleicht ein paar Kilometer vorher anfangen und dann ist eigentlich nur noch Kopf ausschalten und kämpfen.